Hallo zusammen, ich habe hier einen thermoelektrischen Kühlschrank, aber es geht hier jetzt eigentlich nicht um diesen thermoelektrischen Kühlschrank, sondern um den Stromverbrauch. Die sieht jetzt wirklich aus wie ein Kühlschrank, aber es gibt dann Kühlschränke, die sehen dann so aus, sowas. Oder auch sowas, was man sich so geil ins Zimmer stellt für ein paar Kühldosen. Und diese Kühlschränke, die ich euch gezeigt habe, die brauchen über 300 Euro Strom im Jahr. Wenigstens in Deutschland. In der Schweiz ist es um die 80 Franken im Jahr, weil wir natürlich wesentlich weniger Preise haben. Auch dieser Kühlschrank hier, der hat einen Energieverbrauch von 515 Kilowattstunden und das mal aktuell 60 Cent pro Kilowatt. Also hier in Gottmerdingen beim örtlichen Anbieter sind es momentan 67 Cent und dann sind das 309 Euro. Die solch ein Kühlschrank oder das, was ich euch auf den Fotos gezeigt habe, braucht. Es gibt 5 verschiedene Kühlsysteme. Und eines davon ist das thermoelektrische, beziehungsweise vom Herr Pelletier oder Pelletier Kühlsystem, das war ein Franzose, hat das entdeckt. Und das waren dann solche Kühlsysteme. Das ist irgendwo von 1940. Nicht, dass ich anlüge. Ja, und das ist da in der Rückwand verbaut. Oder es gibt solche Kühlaggregate, die findet man teilweise im Boden drin. Die werden dann ein Loch gemacht und in die Wand reingeschoben. Oder eben bei diesem Kühlschrank von der hinteren Seite reingeschoben, beziehungsweise von der vorderen Seite. Es gibt auch Kühlboxen, so tragbare, die kosten 50 Euro, sage ich jetzt mal. Die haben oben einen Griff dran, der Griff ist wichtig zum Halten und Wegwerfen. Und diese brauchen eben auch 300, 400 Euro Strom im Jahr. Jetzt sagt natürlich einer, ja, so eine tragbare Kühlbox, die brauche ich zum einmal im ja, zum Baden fahren, das spielt doch gar keine Rolle, wenn die auch in der Woche mehr Strom macht. Aber diese Kühlschränke, die ich euch gezeigt habe, die laufen teilweise in den Zimmern drin das ganze Jahr und haben ein paar Dosen drin. Ja, ist okay. Aber die brauchen richtig Strom. Und wenn ihr denkt, so ein Kühlschrank, der wird jetzt hier für 150, 120 Franken angeboten, Euro, und der braucht dann über 300 Euro Strom im Jahr, also wenn der 10 Jahre irgendwo im Eck steht, als Kühlschrank, irgendwo im Bastelkeller, als Kühlschrank, dann braucht das Teil 3000 Euro Strom. Vorausgesetzt, wir haben keine Strompreiserhöhung mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist zu den thermoelektrischen Kühlsystemen, zu Tragtaschen und so weiter. Und wir haben das Problem, dass zum Beispiel Kühlboxen verboten werden, weil sie zu viel Strom brauchen. Diese Kühlschränke werden klassifiziert als Kühlschränke, die lautlos sind. Und lautlose Kühlschränke fallen nicht unter das Energiegesetz. Ist ja wieder irgendwo ein politischer Schwachsinn, aber da wollen sie Energie sparen und Gesetze rausbringen. Aber solche Teile dürfen weiter verkauft werden, obwohl sie enorm Strom brauchen. Da werden so Kühlboxen angeboten, also so Fangkühlschränke, ja, die kosten 30, 40 Euro und dann brauchen sie
das dreifache Strom, das zehnfache Strom im Jahr, und wenn der 10 Jahre steht, vergesst ihr es. Also eine teure Investition, die ihr machen könnt, ist euer System hier, das thermoelektrische. Ich habe hier nochmals ein Muster vom thermoelektrischen. Das sind effektiv zwei Kühlkörper Aluminium zwischen einem Steg, und das kleine Ding dazwischen, das ist dann das Kühlsystem. Ja, das soll es gewesen sein für günstige Anschaffungen vom Kühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.